Ja, hallo, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, ich wollte euch jetzt meinen neuen Videoneiger praktisch zeigen. Und zwar ist das der Flex Shooter, und zwar die kleinste Version. Kann bis 9,5 Kilo tragen. Die Tragkraft ist also genau richtig für meine Kamera, was ich hier habe. Ich liege ja immer so um die 3 Kilo, vielleicht etwas mehr. Also genau im Rahmen, und der hat auch null Probleme damit, mit dem Gewicht. Zeige ich euch dann auch noch mal gleich. Ja, wie gesagt, den Flex Shooter, ja, habe ich auch schon lange so im Auge, weil für mich ist das, wie gesagt, der beste Kompromiss zwischen einem ganz normalen Kugelkopf und einem Videoneiger, weil er ist genau dazwischen. Er ist nicht der beste Videoneiger und er ist nicht der beste Kugelkopf, aber er verbindet beides, und ich habe damit bisher so viel Spaß mit gehabt. Ich blende mal ein paar Aufnahmen ein, damit ihr sehen könnt, man kann ja auch sehr schöne Aufnahme die machen. Aber da habe ich noch einen kleinen Trick. Und zwar, ja, also ihr kennt ihn wahrscheinlich schon, das ist also ein, oder besser gesagt, sind praktisch zwei Kugeln, Kugel in Kugel, sage ich mal, unten eine große Kugel, und da drin ist noch mal eine Kugel gelagert. Ja, jetzt kann man, wenn man ihn wie einen ganz normalen Kugelkopf benutzen möchte, dann kann man hier diese große Schraube öffnen. Damit bewegt er sich praktisch in alle Richtungen. So, aber sie sind natürlich begrenzt, also ihr könnt jetzt nicht wie ein reiner Kugelkopf ihn extrem weit neigen. Hier hat er noch eine Aussparung, da seht ihr das, da kommt er natürlich sehr weit runter. Das sind dann, würde ich mal schon sagen, fast, ja, nicht 90 Grad, das sind vielleicht 80, 82 Grad so Dreh. Also ihr kommt halt nicht ganz runter. Das ist baubedingt, aber für mich also absolut kein Problem. Das muss aber eben jeder selber wissen, ob so ein Teil überhaupt für ihn sinnvoll wäre. Ja, dann haben wir hier eine Wasserwaage. Die ist ganz wichtig, weil damit wir den Kopf ins Wasser stellen können. Und wenn wir das geschafft haben, ziehen wir diese Schraube wieder an. Dann kommt praktisch die Stärke, die er hier oben hat, praktisch in der zweiten Etage. Das ist das Perfekte, wenn man halt Videos macht. Mit einem Kugelkopf Videos drehen, wisst ihr selber, es haut nicht hin, ihr werdet irgendwie verziehen. Wenn ihr den Horizont filmen wollt, so schön schwenken wollt, dann habt ihr nie den Horizont gerade. Der steht nie im Wasser und ihr würdet irgendwie immer schief filmen. Ihr fangt ja, was weiß ich, mittig an und würdet auf einmal noch so nach unten wandern. Und dafür ist das eben da, wenn man die erste Kugel ins Wasser stellt, dann ist man hier oben safe, dass man hier also wirklich plan ist und dass der Horizont sich nicht mehr verstellt. Also ihr könnt jetzt hier schön filmen und ihr würdet also nicht jetzt abkippen. Ja, hier oben befindet sich eine Schnellwechselplatte. Ich mache jetzt mal hier auf, damit wir das mal so. So, ich öffne mal, dann zeige ich euch das mal. So könnt ihr das so ungefähr sehen. Und das ist jetzt, wie gesagt, hier die Platte mit einem Schnellverschluss hier, mit einem Schnellwechselspanner, mit einem Hebel. Super gelöst, finde ich. Muss man nicht so viel machen. Ihr habt hier eine silberne und eine schwarze Schraube. Die schwarze Schraube ist nachher dafür da, um dieses ganze Teil zu fixieren. Also bewegt sich oben auch nichts mehr. Das ist praktisch das Gegenstück zu diesem schwarzen Hebel, der unten die Kugel fixiert. Und hier oben habt ihr nachher zur Krafteinstellung, wie weit, wenn das jetzt hier ja eure Platte ist, wenn ihr die hier reinschiebt und jetzt hier klemmt, dann hält die Platte. So, und wenn ich das jetzt hier mal löse und praktisch diese, ja, Schraube für die Vorwahl, wie doll der Hebel spannen soll, mal löse und schließe jetzt wieder diesen Hebel, dann rutscht es hier. Seht ihr? Und jetzt würde eure Kamera runterfallen. Also könnt ihr jetzt hier schön diesen Hebel oder diesen Knopf hier anziehen, bis das Teil wirklich fest ist, und dann ist es auch bombenfest. Deswegen sollte man das auch machen, wenn ihr das Teil reingelegt habt. Dann anziehen und nicht im Vorfeld, wenn ihr hier geöffnet habt, die Schraube drehen, 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 und dann habt ihr so viel Kraft auf den Hebel, könnt ihr wahrscheinlich den Wechselspanner hier, ja, vielleicht kaputt machen sogar. Deswegen alles mit Vorsicht, weil ihr braucht hier nicht viel Kraft. So, nehme ich mal wieder raus. Jetzt stelle ich das hier erstmal wieder ins Wasser, die Kugel, damit wir wieder den Horizont perfekt haben. So, habe ich das wieder ins Wasser gestellt. Das sind auch so kleine Hebel, die ihr rausziehen könnt und dann nochmal so einrasten könnt, und dann könnt ihr hier immer nochmal so nachspannen.
Also das ist sehr gut gelöst, sowas hat auch Novoflex und. Das sind diese kleinen Schnellspanner. Super, prima. Ja, also wie gesagt, spannt das dann hier ein. Ich habe jetzt ja die untere Kugel fixiert und hier spanne ich jetzt den Arm. Teste nochmal, ja, ist lose, drehe die schwarze Schraube so weit, bis es wirklich greift und dann wunderbar hält das auch. So, und jetzt seht ihr, jetzt könnt ihr hier praktisch wie ein Videoneiger oder Affenschaukel, gibt es ja auch, ne, wo ihr das machen könnt, wo ihr eine Kamera einspannt und dann habt ihr praktisch hier die gleichen Bewegungen. Man merkt natürlich, dass der Kugelkopfcharakter hier drin ist, also ihr habt keine Nivellierung wie mit einem normalen Videokopf. Ja, meinen alten Videokopf, den ich hatte, den benutze ich jetzt gar nicht mehr, weil der hatte die Schraube, wo man praktisch die Kamera festspannt, oder hier die Platte, hatte den Nachteil, dass das gute Stück keine reine Metallschraube hier in dem Sinn war, sondern war so ein Gummiüberzug. Und davon kann ich absolut nur abraten, weil der hat sich gelöst, war zwar noch dran, aber man musste wirklich mit beiden Händen anziehen. Und das war dann auch nicht immer so das Wahre. Also da ist immer besser, wenn ihr eine Schraube habt, die ihr gut anziehen könnt, ohne so eine Gummierung. Und die löst sich irgendwann. Irgendwann ist das soweit. Und der, ja, wie lange habe ich den jetzt? 2,5 Jahre. Und ja, seit einem halben Jahr ungefähr hat er das Problem. Ungefähr ein halben Jahr. Und deswegen habe ich mir auch einen neuen Kopf gekauft, der zu meinem neuen Stativ passen sollte. Und ich wollte eben da eben nicht diesen Riesenkopf haben, einfach um Gewicht zu sparen. Wenn man sich die guten Köpfe anguckt, dann sind 1,5 Kilo kein Problem und die sind sehr, ja, die haben großes Volumen. Und das ist das Problem beim Packen. Hier habe ich nur so einen ganz kleinen Kopf. Also den kriege ich so in meinen Fotorucksack rein, ohne Probleme. Oder ich kann sogar drauf lassen, wie ich möchte. Der Videoneiger hier ist ja nicht zu vergleichen mit einem richtigen Videoneiger, die großen schweren Videoneiger, die sind natürlich wesentlich mehr gedämpft und das habt ihr hier nicht. Ihr könnt hier höchstens die Schraube noch leicht anziehen, um so ein bisschen Widerstand reinzukriegen. Habe ich auch gemacht, dass wenn es so ein bisschen, ja, smoother sein soll, ne, so schön weich, dann habe ich die Schraube ein bisschen angezogen, ein bisschen Widerstand hier zu kriegen. Aber das braucht man gar nicht so fest machen. Also bei mir haut das wunderbar hin, dass ich das also nur ganz leicht gemacht habe. Und habe dadurch auch eine sanfte Bewegung hinbekommen. Also das ist nicht jetzt unbedingt das Problem gewesen bei mir. Und deswegen hat er sich eben bewährt, weil er einfach kompakt ist. Er hat er allen anderen, ist er, finde ich, meilenweit voraus, dass das praktisch ein Kugelkopf ist und ein Videoneiger, alles in einem. Und das bieten mir die anderen halt nicht. Die sind groß, schwer, können zwar dann halt besser, aber das langt mir absolut. Also da ziehe ich wieder den Kompromiss vor und sagt, nee, da möchte ich was Kleines und das passt zu diesem großen Stativ dann auch, also es ist stabil, es hält und ich werde jetzt mal hier die Kamera raufschrauben, dann wollte ich euch noch mal was zeigen. So, ich nehme jetzt mal hier mit die Kamera, das ist die R3 mit dem 100-500er von Canon. So, dann mache ich das mal drauf. Hier ist immer wichtig, schön ausbalancieren, dass das nicht so kippt. So. Und dann suchen wir uns mal hier eine Position. So. Und dann ziehe ich jetzt hier die Schraube an. So. Jetzt rutscht das hier nicht raus. Ich mache mal hier. Ich spanne das mal hier zu. So. Wenn ich das jetzt festmache, dann steht das hier wie eine 1. Also da rührt sich dann auch nichts. Und wenn ich jetzt die Schraube, die silberne Schraube löse, dann habe ich hier praktisch jetzt meinen Videoneiger. Und dann seht ihr, wie gesagt, das kommt am besten, wie ihr es ausrichtet. Ne? Dann, ihr müsst sehen, dass das möglichst immer stabil steht, dass das nicht wieder zurückschwenkt. Und so könnt ihr mit ganz leichtem Druck hier, also wie gesagt, ihr braucht nicht festziehen, das Teil groß, könnt ihr das schön hier festziehen und dann die Position suchen, wunderbar hält, dann habt ihr schon richtig eingestellt. Also, nie mit Gewalt arbeiten bei dem Teil, das braucht man hier wirklich nicht. Damit schont ihr das ganze Material und das ist schon wirklich eine ganz tolle Sache. Ja, wenn jetzt, ich arbeite ja hauptsächlich hier mit dem 1,4er Telekonverter, zurzeit noch. Und 700 mm, klar, da sieht man natürlich jeden Verwackler. Das hat bis jetzt super geklappt.
Ja, wenn ich das alles hier ein bisschen softer machen möchte, die Bewegung, da habe ich hier so einen extra Arm, den schließe ich mal hier an. Und das werdet ihr gleich sehen, welchen Vorteil das hat. Das ist nämlich dann praktisch, wie ihr das ja auch kennt von großen Videoneigern. Die haben ja immer so einen Arm an der Seite, damit ihr die Kamerafahrt schön machen könnt. Und jetzt kann ich das auch machen. Also durch diesen Arm bin ich jetzt noch flexibler und kann ganz sanft hier mitschwenken. Kann hier wieder ein bisschen die Schraube anziehen, wenn ich ein bisschen Widerstand haben möchte. Und kann das dann hier ganz locker, leicht ziehen, verfolgen. Und das geht so wunderbar. Vor allen Dingen, ich kann den Arm auch so verstellen, wenn ich jetzt von oben filme, wenn ich jetzt so filmen würde, ne, dann kann ich auch so schöne Bewegungen machen, ohne Probleme. Und das ist super. Also dieser Arm ist dadurch sehr flexibel. Ich kann es auch so nach unten machen, wenn man also hier unten anfassen möchte. Und das ist einfach, ja, das habe ich dann mal ausprobiert und ich war davon gleich so begeistert. Also der Arm ist auch immer mal in meinem Rucksack mit drin. Und dann kann ich, wie gesagt, hier immer schön hier verfolgen und filmen. Und das ist dann fast schon wie ein Videokopf. Eben durch diesen Arm hier habt ihr noch mehr Kontrolle, ne? Und das ist natürlich echt toll und das macht auch richtig Spaß. Das ist so hauptsächlich meine Videokombo. Ich nehme eigentlich zu, wenn ich draußen bin, 100% die R3 und mein geliebtes 100-500er und da, wie gesagt, noch den 1,4er Konverter. Ja, das macht also, wie gesagt, so richtig Spaß. Und was ich auch dann mal ausprobiert habe, ist, ich mache mal den Arm hier hoch. Zeige euch das mal. Hier klemme ich mal. So, dann mache ich hier mal fest. Und jetzt kann ich schön, das nehme ich mal zur Seite, damit ihr das mal sehen könnt. Rein theoretisch hat schon geklappt, also es geht. Ihr habt hier eine unwahrscheinliche Stabilität drin, dadurch, dass der Arm hier oben ist. Also normal filme ich ja so aus der Hand. Aber das ist viel einfacher und vom Gefühl her viel kräftiger und besser, wenn ihr hier oben so die Kamera haltet und könnt schöne Videos mitmachen. Ne, ihr habt hier richtig gute Kontrolle über die Kamera und so kann man auch tolle Aufnahmen machen. Also das ist super mit diesem Arm hier. Und ihr könnt die Kamera auch gut tragen. Also das ist auch sehr angenehm, besser als wenn man jetzt hier unten das hier anfasst, ne, wenn man jetzt keinen Gurt hat, ne, da trage ich das lieber hier und habe da richtig einen schönen Griff und kann damit schön losmarschieren. Und ich muss sagen, das ist eine ganz tolle Sache. Also wie gesagt, der Griff ist immer mit drin im Rucksack, weil ich kann da so richtig schön stabilisiert filmen und man hat wirklich gute Kontrolle über das Teil, gerade beim Filmen. Also deswegen ist das alles so, irgendwie harmoniert das. Und wie gesagt, mit dem Flex-Shooter bin ich sowas von zufrieden, weil er eben wirklich klein ist und meine Ausrüstung auch nicht belastet mit Gewicht. Und weil er eben das Volumen nicht einnimmt. Das ist immer ganz wichtig, weil wenn der drin ist, wie gesagt, das merke ich gar nicht. Selbst ja mein großes Stativ, was ich ja mitnehme jetzt vom NovoFlex, dadurch, dass ich das ja hier alles abschrauben kann und so weiter, kann ich das ganz toll im Rucksack verteilen. Nicht nur das Gewicht vom Allgemeinen ist sehr angenehm, sondern dieses Verteilen auf beide Schultern. Und das bietet mir ja eben halt so ein Stativ nicht, was praktisch immer nur zusammengebaut ist. Und deswegen ist dieses ganze System ein schönes Travel-System. Also damit kann man wirklich schön reisen, kann damit schön marschieren und so weiter. Man merkt einfach das Gewicht nicht. Und hier durch diesen Flex-Shooter muss ich sagen, dass das jetzt ein Kugelkopf und Videoneiger zusammen ist, bin ich also absolut happy und habe so richtig so jetzt im Augenblick meine Traumkombo gefunden, wie ich dann draußen filme. Das hat sich auch super bewährt. Das Stativ steht wie eine 1, der Kopf hält wirklich und ich werde euch ja mal ein paar Sachen einblenden. Also ich bin von dem Teil absolut begeistert. Das war also kein Fehlkauf bis jetzt. Also ich weiß nicht, wie ich in 2 Jahren drüber nachdenke, wenn er mir auseinanderfällt. Das hoffe ich ja nur nicht. Also ich hoffe mal, dass er da einfach hält. Und ja, also absolut begeistert. Klein, kompakt, stabil, gut durchdacht. Ja, das ist also das zu meinem neuen Videokopf.
Einziges Nachteil, ja gut, ist nicht billig, muss man sagen. Also das ist wohl der größte Schwachpunkt bei diesem Teil, der Preis. Aber ja, da gab es für mich nichts anderes, was mich so überzeugt hat wie dieses Produkt hier. Gut, keine Werbung, ne? Also alles selber gekauft. Alles, immer was ihr bei mir seht, ne? Also ich will hier keinem irgendwas aufschwatzen, das muss jeder wirklich selber wissen. Ich wollte euch das nur mal zeigen, was es bei mir geworden ist, weil ich suchte eben eine kleine Travel-Lösung. Eine Lösung, die möglichst alles kann. Wie gesagt, er ist nicht perfekt in beiden Sachen. Weder der Videoneiger noch der Kugelkopf ist also hundertprozentig perfekt, aber nah dran und für mich absolut in Ordnung. Also damit gehe ich auch in die Wildnis, damit gehe ich in den Dschungel, damit gehe ich in den Wald, was weiß ich, auf die Fläche. Das langt mir, das ist einfach herrlich, so ein Teil zu tragen. Und ja, wer mehr eben Stabilität für Video haben möchte oder was weiß ich, der muss sich natürlich einen richtigen Videokopf kaufen. Hat dann meist auch, wie gesagt, mehr Gewicht und ein größeres Packvolumen. Das sind dann die Nachteile. Und billig sind die meist auch nicht, die richtig großen, ne? Die guten. Ja, das war's dann. Dann bedanke ich mich und freue mich, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Tschüss.